Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Helpless Farming. Und das Ganze natürlich wieder mit der lieben Hayley und mit der lieben Ela. Hallo, hallo. Und heute zur Feier des Tages, weil ihr wisst ja, der aktuelle Gesundheitszustand, der Perle ist ein bisschen suboptimal, sagen wir es mal so. Ja? Und deswegen wundert euch nicht, wenn sie ein bisschen ruhiger ist oder wir uns heute mal nicht so kappeln. Ja? Ich nehme da gerne ein bisschen Rücksicht. Aber, meine Lieben, wir haben die Zeit und die Gunst der Stunde einfach mal genutzt. Denn ihr wisst ja alle, es gab ein Update schon vor längerer Zeit jetzt beim Giants. Und das Update hat sich besser gemacht, eher ganz im Gegenteil. Und auf jeden Fall haben wir uns gedacht, okay, weil wir keinen Bock hatten, nochmal dort anzufangen, wo wir vor mindestens gefühlten 10 Folgen aufgehört haben, haben wir uns gedacht, gut, wir switchen um und sind auf der Oldstream Farm gelandet. Das bedeutet, meine Lieben, wir beziehen eine neue Map und das bedeutet auch, das Chaos beginnt von neuem. Ja. Denn wir kaufen heute erst einmal Maschinen und werden diese zu uns hier an den Hof bringen. Wir haben es nicht weit, das ist gut für die Mädels, denn die können sich nicht verfahren. Und sag niemals nie. Ja, ihr werdet es vielleicht auch hinbekommen. Und dann werden wir gleich zu Beginn anfangen, Feld 1, was wir hier sehen, platt zu machen. Denn die liebe Hayley möchte wieder bauen, denn sie möchte Pferde. Wir wissen, ne, es gibt zwar auch hier sowas, aber das hat sie noch nicht entdeckt. Deswegen lassen wir sie einfach direkt am Hof bauen. Ist ja auch schön, ne? So, Mädels. Ja, ja, kauf mal ein. Richtig, dann kauf mal. Wir? Was brauchen wir denn alles? Ja, jetzt ist es soweit. Ein Bulldog. Das ist schon mal richtig. So, ihr seid ja schon mal weiterentwickelt. Ne? Das ist jetzt so die nächste Stufe. So. Die Fahrzeuge besichtigt. Ein Mähdrescher. So. Wo ist denn das Einkauf? P. Du drückst P, Perle. Denk immer P wie Perle. Genau, denk immer an den Kosenamen und drück P. Okay, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Bulldog. Richtig. Also ihr könnt konfigurieren, tun und machen. Ich bin heute mal nur derjenige, der die Dinge zum Hof fährt. Was wollen wir denn für einen Mähdrescher? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir einen Deutz kaufen, einfach nur um Excellence Night zu drücken. Ich glaube nämlich, der Schnatz hat einen Deutz fahren. Ich werde dieses Ding nie fahren. Ja, das ist ja dein Problem. Und nicht nur mein. Den Topliner als Deutz. Achso, nee, wir können wieder den Warrior kaufen. Ach, den Topliner, den feiere ich ja schon wieder irgendwo. Nee, den mittelgroßen meinte ich. Den mittelgroßen, ja genau, den, warte. Den mal kaufen. Den Series 8 TTV. Genau, nee, Series 7 TTV. Nee, ganz weiter hinten gibt es noch den 8 TTV. Achso, ja, ja. Und dann kannst du oben bei Standard auf Warrior gehen. Was für Standard? Geh mal drauf und mach konfigurieren. Schnell das. Ah, und hier. Standard Warrior. Warrior. Gibt's denn nicht auch ein Weiß? Ich finde die Weißen so schön. Nein, kann ich ja bei Hauptfarbe gucken, aber es gibt dann so einen komischen Mistkäfergrün und. Mistkäfergrün, okay, interessant. Hauptfarbe. Matt Green. Nee. Matt Green. Matt Wir auf jeden Fall noch ein paar Traktoren mit drauf nehmen, denn ein paar sind hier. Und Reifengewichte brauchen wir dann. Heftig. Das haben wir letztes Mal auch gebraucht. Kennzeichen ist. Da habe ich Mädels gehabt. Mädels? Nee, ich brauche jetzt zwei Buchstaben und dann Zahlen und dann wieder. Du kannst doch umstellen, Perle. Kennzeichenform. Typ 1, Typ 2. Nee. Oh nein, nicht kaufen, ändern. Nee. Doch, Typ 2. Möchte ich doch irgendwas machen können. Kannst oder? Aber halt voll die Zahl jetzt, die Buchstaben jetzt nochmal abändern. Ach, da ist was. Du kriegst das schon hin. Du bist schon groß, Perle. Dann geht das jetzt nicht. Ja. Aber einen Mähdrescher brauchen wir doch auch noch. Den hatten Richtig. Wir ja auch. Wie groß sollte der denn sein? Nee, das will nicht, das hängt über sie. Schade. Wollen wir doch so machen. So, wie sieht's aus, Mädels? Kann mich nicht entscheiden. Nervt mich. Denkt dran. Denkt an unser Geld. Denkt, naja, Geld ist relativ. Sag ich mal. Passt da rein? Bedenkt bitte. Ich bin hier auf zum Tippen. Was denn? 11.000? Achself.
Verdammt. Ein Glas? Mähdrescher? Ja, ne, bedenkt, genau. Es ist halt alles ein bisschen. Ein bisschen klein gehalten, ne? Ist das eine Leertaste? Ja, dann kann ich ja wieder den Topliner kaufen. Der Stoff ist auf Alter bestimmt perfekt. Mhm. Alter. Ist das egal, ob Breitreifen normal? Ja, naja, es ist wie gesagt, das obliegt ganz euch. Was hast du jetzt für Kennzeichen genommen? Mädels. Warum keine. Du hast momentan keine Erlaubnis, in diesem Spiel Fahrzeuge oder Geräte zu kaufen oder zu mieten. Excuse me, please. Also, wir brauchen die Farmmanager. Wenn du mal bitte, let's go. Ist schön fertig, ich hab drauf gewartet. Oh, so, jetzt könnt ihr. Wow. Ach, ist das schön. Ach, schön. Na, kann jetzt aber keiner sagen, dass das kacke ausschaut, oder? Oh, oh, leck. Was denn? Mein geiler Deutsch. War nicht leer. Was? War nicht leer. Warum stehst du öfter jetzt, hä? Aus Protest. Aus Protest. Wie hast du das hingekriegt mit den Kennzeichen? Nur um ihn reinzubatzen. Ach, hier, Typ 13. Oh. Da, was braucht man nur alles? Du hast einen Mähdrescher geholt, hast du gesagt, gell? Ela. Ja. Oder? Dann brauchen wir nur lauter so Gruppenzeug. Sehe ich das richtig? Also wir brauchen einen Tiefenlockerer, wir brauchen einen Grubber. Ja, genau, richtig. Das meine ich. So, genau. Das ist bestimmt beim... Ja. Beim... Geräte. Hey, Geräte. Steht ja nicht. Hier steht Autos und divers. Geräte. Unter dem Traktor, linke Seite. Da ist ein Anhängerzeichen. Ach so. Ja, ja. So. Ach so. Na genau. So, und da steht so. Dann irgendwann mal Tiefenlocker. Ja, aber wenn, dann nehmen wir schon das große Zeug, oder? Naja, der für 10,5 km der Kuhn sollte reichen. Ja. Wollen wir das Feld platt machen oder erst ernten? Nee, wir machen. Wir könnten natürlich mit einem kleinen Häcksler versuchen. Du meinst den roten Grubber, Häcksler? Den roten Tiefenlockerer, ja. Wir könnten natürlich auch Ella versuchen, mit einem Häcksler den Mais wegzuhäckseln. Ist das ein Grubber Tiefenlockerer? Nein, Tiefenlockerer ist Tiefenlockerer. Das ist zwischen Kreiselecken und Spatenmaschinen. Aber ich bin jetzt gerade beim Grubber. Da brauchen wir doch auch einen. Oder? Ja, beim Grubber brauchen wir auch einen. Ella, wir brauchen noch das Schneidwerk. Da denkst du dran. Ja, ne? Was wäre denn da für eins in deinem? Achso, ein großer Blauer wäre schön. Beim Grubber. Ja. Beim Grubber. Ich kaufe den Tiefenlockerer schnell. Den Kuhn wollte ich. Genau. Beim Grubberperle würde ich halt sagen, die Smaragd 9/500 K ist ganz, ganz schnittig. Und ausreichend. Da Steine. 500 K, ach, das hier. Okay. Genau. Ich kaufe das dann mal. Ne, mach das. So, Ela, kann ich das nicht nur farbig machen? Nee. Nee, schade. Das ist die Hauptfarbe ist so. Und Ela, wir brauchen noch einen Schneidwerkswagen. Das brauchen wir auch. Und dann brauchen wir noch. Haben wir jetzt einen Tiefenlockerer schon? Ja, aber ja. Okay. Was extra braucht, wo ist denn das? Alles denken muss. Ja, Mädels. Aber ich sehe schon, allzu viel ist nicht verloren. So. Was brauchen wir noch? Okay, also wir haben Drescher, Schneidwerk und Schneidwerkswagen. Wir haben Grubber und Tiefenlockerer. Dann sollten wir brauchen... Steinesammler. Ein Steinesammler. Den kann Hayley dann anhängen. Anhängen. So. Hängt mir den vorne hin. Was denn? Den Schneide. Den Steine. Nee, den kannst du doch hinten anhängen. Weil den Schneidwerkswagen brauchst du ja nicht anhängen. Der kommt ja an den Drescher.
Ja, aber dann müssen wir den jetzt nur kaufen, oder? Wir brauchen eine Seemaschine. Was willst du jetzt kaufen, Ballard? Das Steinding. Das ich steht schon gekauft. Da. Das steht schon da. Das Orange, ne. Okay. Ich hab noch nie Steinig sammeln. Zeit wird's. Elas Profi im Steinig sammeln. Achtung, großen Dick mit Orange. Was? Ja. Ach gut, ich hab's vergessen. Oh. Mhm. Ich hab gesehen, wie du mit der Stirn gerunzelt hast. Es war so laut, dass nee, Unsinn. Ich hab einfach nur gelacht. Mhm. War so laut, das hat man bisher auch gehört. Gut, was brauchen wir noch? So. Eine Sämaschine wäre nicht schlecht. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Da könnte man ja mal überlegen, ob man vielleicht von der Richtung weggeht mit den großen Sämaschinen und da vielleicht so eine Anbausämaschine sich zulegt. Ja, beachtet aber bitte, die Sämaschinen brauchen auch eine gewisse PS-Zahl. Anbausämaschine. Da gibt es sicherlich auch Variationen mit Fronttank und allem drum und dran. Ich suche gerade. So. Ich glaube, ihr werdet niemals LS-Profi. Ach doch, Perle, das wirst du. Ah, nee. Das natürlich. Wirst du. So. Nebenbei, meine lieben YouTuberinos, werde ich euch gleich mal erklären, weil ihr habt ja sicherlich auch mit euren Argus-Augen schon entdeckt, dass der Kontostand immens hoch ist. Das ist soweit richtig, weil normalerweise wäre er noch höher, da wir uns ja doch schon einiges erwirtschaftet haben auf der En Belleron, ne, auf der Franzmann-Map. Und ja, ich habe da mal grob überschlagen, habe uns das mit rübergenommen, das ganze Geld. Und das ist jetzt quasi so unser Startkapital, mit dem wir hier starten können. Ist nicht wenig, das stimmt. Aber bedenket, meine Lieben, die Haley wird anfangen mit Bauen. Und was wissen wir meistens, ist es so, wenn Frauen Geld in der Hand nehmen, da brauchen wir nicht aussprechen. Mein Gut, es ist bei ihr jetzt nicht so, ne? Das möchte ich anmerken, bevor sie ihr Lust zwitschert. Aber ne, wir wissen alle, es kostet Geld. So, und deswegen ist das so, wie es ist. Das Schöne ist natürlich, wir sind hier schon echt nah dran. Das heißt, vom Händler aus haben wir absolut keine weiten Wege. Das ist sehr gut. So, und deswegen, was hier natürlich auch sehr gut dazu passt, ist dieses, aus dem Bayerischen, diese Gebäude. Und wir haben den schön. Blödesten Weg genommen, den wir nehmen konnten. Aber das macht nichts. Wir sind so wie Profi, dass wir hier ums Eck kommen. Brauchen wir eigentlich jetzt, wir brauchen ja jetzt, das ist doch Mais davon, ja, oder? So, das ist richtig. Das ist doch Mais. Wie kriegen wir jetzt den Mais da weg? Das ist die Frage. Den häckseln wir. Was brauchen wir denn dafür, Palla? Um den Mais zu häckseln. Brauchen wir einen Häcksler, das ist richtig. Das heißt, das bedeutet, wir brauchen das aber Fahrzeug. Aber der ist nur im Wachstum. Das macht der nicht, können wir trotzdem häckseln. Ja. Können wir den trotzdem häckseln? Das bedeutet. Und das muss gewalzt werden, steht da. Ja, ja, dann wir machen es ja nur leer, dass du dort bauen kannst. Ja. Verstehst du? Okay. Ja? So. Ja. Jackson hat. Also brauchen wir, warte, einen Häcksler haben wir gesagt. Richtig. Wir haben einen Häcksler. Ja, haben wir einen Häcksler? Haben wir einen Häcksler? Ich dachte, wir haben einen Häcksler gekauft. Nein, einen Mähdrescher haben wir gekauft. Genau, einen Mähdrescher. Den packe ich gerade hier ein. So. Kannst du mal zu den Sämaschinen gucken? Ich guck mal zu den Sämaschinen. Ela, wo drückt ein Häcksler Schneidewerk. Ich hätte jetzt die grüne gekauft, aber. Die grüne ich weiß Amazon. Nicht, was ist das richtig? Ja, das was ist Anbau? Was meinst du mit Anbau? Du hast gesagt, so eine Anbausämaschine. Richtig. Anbau ist, was 3 Punkt, also so heißt es zumindest bei uns in der Region. Anbau ist, was 3 Punkt aufgesattelt, angebaut wird. Das heißt, an die 3 Punkte, an die Unterlenker und an die Oberlenker, der hinten direkt am Traktor sind. Und Aufsattel ist jetzt so in dem Sinne, wenn du weiter guckst, die längeren Sämaschinen, die nur am Unterlenker befestigt werden. Wir und, brauchen. Achso. Ja, Perle, was brauchen wir? Red weiter. Was wir auch gut gebräuchten können als Sämaschine, was eine sehr schöne Kombination wäre, das wäre zum einen die 6 Meter Kuhn, die HR 6040 RCS plus BTFR 6030 in Verbindung mit dem Fronttank, dem TF 1512. Das wäre eine optimale Sämaschinenkombination. Hayley. Wir brauchen einen Feldhäcksler bzw. Schneidewerk, oder? Wir brauchen einen Feldhäcksler, das ist richtig. Daher wäre denn das Supi?
So. Da ist jetzt, den würde ich uns jetzt erstmal nur mieten wollen, weil ich würde da gern einen anderen Häcksler mit draufnehmen. So, deswegen such dir da einfach einen aus, den du mietest. Ja, welchen denn? So, ja, gut, dann lass uns den schon dir Häcksler mieten. Den 639 Premium? Ne, den 9000er. Schon dir. 9000er? Du bist doch bei Feldhäcksler, oder? Ja. Ich fahre jetzt mal den Bulldog zurück. Und dann hast du doch den schon dir. Den dritten. Von links ja. Den 9000er Series. Nee, von links den 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der 639 Premium. Was? Wo muss ich denn hin? Ja. Wo bist du? Ach, da einfach gerade auf. Und bei Feldhäcksler Schneidewerke. Ach, wir brauchen doch. Als Fahrzeugenhäcksler. Häcksler. Oder? Ach, du bist bei Perla, wir sind bei den Fahrzeugen. Ach so. Ja, genau, bei den Fahrzeugen. Wo muss ich denn hin? Feldhäcksler. Richtig. Okay. Ich kenne mich nicht aus. Und ihr 9000. Okay, mieten wolltest du den, gell? Mieten, genau. Und da kannst du auch, wenn du auf C gehst, Kombination, siehst du auch die Schneidwerke und da kannst du das erste Schneidwerk mieten. Okay, warte zurück. Wenn ich auf C gehe, das erste, ja, das ist ja mit drin. Dann, oder? Nee, das musst du ja noch dazu kaufen. Das zeigt dir ja nur an, was kann man dafür kombinieren. Achso, also miete ich jetzt das erste Dings? Genau, so, das steht gerade hier, richtig. Und jetzt mietest du einfach den Feldhäcksler. Ja, okay. Ich bin da. So. Also das sind Reifen. Den Feldhäcksler gemietet? Kann man keine Farbe ändern? Nein, kann man auch nicht. Das sind Standardfahrzeuge. So, da ist er. Genau. Du, Mädels. Dann haben wir und jetzt während schon... die Haley jetzt nach ihrem Häcksler sucht. Der ist schon durch. Den hat sie schon fertig. Hat sie fertig. Richtig. Sind wir mit dieser Folge auch schon durch? Jawohl. Na heftig, Mädels, ihr habt ja aufgepasst. Ja. So, also in diesem Sinne, meine lieben YouTuberinos, sind wir am Ende angelangt. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt dazu natürlich wieder gerne in die Kommentare, wie, was, wo. Schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, dass wir hier auf die Oldstream gewechselt sind. Und in diesem Sinne sagen wir einfach Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss und Ciao.